Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Um die Entwicklung in Mali richtig beurteilen und werten zu können, muss man sie wohl kurzfristig betrachten, aber auch die langfristige Entwicklung mit berücksichtigen. Kurzfristig, und da sind wir uns alle einig, gab es natürlich den Rückschlag. Der Besuch des Premierministers Muzamara in Kidal war eine unnötige Provokation. Der Versuch der malischen Streitkräfte, Kidal dann zu erobern, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die internationale Gemeinschaft habe Muzamara davon abgeraten, diesen Versuch zu unternehmen. Er hat es trotzdem gemacht und ist gescheitert. Man hat fast das Gefühl, die malische Regierung wollte zu viel, zu schnell und hat dabei genau das Gegenteil erreicht. Die malische Armee ist empfindlich geschwächt, demoralisiert. Plötzlich steht die Frage im Raum, wer hat den Angriffsbefehl gegeben? Und die Autorität und das Vertrauen in verantwortungsvolles Handeln der Regierung ist auf allen Seiten gestört. Interessant ist aber, wie man in Mali selbst innenpolitisch mit diesem Rückschlag umgegangen ist. Es gab zu dem Thema einen Misstrauensantrag im Parlament. Es gab eine lange kontroverse Debatte, die in weiten Teilen live im Fernsehen übertragen worden ist. Die Regierung kam unter Druck, sie musste sich rechtfertigen und hat umfassende Aufklärung versprochen. Das an sich, wie man damit umgeht, ist für mich eigentlich ein Hoffnungsschimmer, weil es zeigt, dass zumindest in Teilen dort schon wieder demokratische Verhältnisse herrschen, auch wenn der staatliche Einfluss der malischen Regierung nicht weit in den Norden reicht. Und ein zweiter Lichtblick war, dass bereits zwei Tage, nachdem die malische Armee gescheitert ist, ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet worden ist und in der Zwischenzeit auch die Separatistengruppen und die Regierung mit ihren ersten formellen Gesprächen begonnen haben. Und das könnte der Beginn des lange angekündigten, aber bisher noch nicht stattgefundenen Verhandlungsprozesses sein. Man darf aber auch nicht, und das hatte ich vorher angekündigt, die längerfristige Perspektive aus den Augen verlieren. Die Versöhnung zwischen diesen ethnischen Gruppen wird keine Frage sein von wenigen Monaten oder einigen Jahren, sondern es ist eine Frage von Generationen. Der Status Nordmalis ist seit der Gründung des Staates umstritten, seit Jahrzehnten umstritten. Die Konflikte mit den Tuareg sind seit Jahrhunderten vorhanden. Es hat sich aber seit dem Putsch im Jahr 2012 einiges verändert. Und vielleicht das Wichtigste im Hinblick auf Versöhnung und im Hinblick auf Verhandlung ist, dass Mali heute relativ fest in ein Korsett internationaler Unterstützungs- und Stabilisierungsmaßnahmen mit eingebunden ist. Sie haben vielleicht mitbekommen, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank haben im April die Zahlungen gestoppt und auf gute Regierungsführung hingewiesen und darauf gedrängt, die Regierung unter Druck zu setzen, da auch zu liefern. Die Nachbarstaaten, zum Beispiel Algerien, übernehmen eine große Verantwortung, laden die Rebellengruppen ein, um eine gemeinsame Verhandlungsposition zu erarbeiten, setzen die Regierung unter Druck. Die Afrikanische Union hat zum Beispiel bei den Waffenstillstandsabkommen massiv unterstützt, vermittelt, damit das auch zustande gekommen ist. Die Vereinten Nationen haben mit MINUSMA eine umfassende Stabilisierungsmission auf den Weg gebracht, die ja heute auch Teil der Debatte ist. Und die Europäische Union und insbesondere auch Deutschland helfen neben ihren Beiträgen zu MINUSMA auch mit einer massiven humanitären Unterstützung mit Entwicklungshilfemaßnahmen. Und wenn ich mir das BMZ ansehe, Minister Müller war vor einigen Wochen auch in Mali und hat die Projekte dort besucht. Es geht um die Stabilisierung von Gemeindestrukturen, es geht um Ernährungssicherung, es geht um die Wiederherstellung der Wasserversorgung. Und alleine mit den laufenden Projekten können dort etwa 500.000 Menschen mit frischem Wasser versorgt werden. Der Beitrag, den wir heute diskutieren, ist ein kleiner Beitrag zu MINUSMA. Wir haben bei MINUSMA nicht die Führung, es ist ein Mosaikstein, es ist ein Angebot, das wir machen, nämlich mit Transallmaschinen bei der Logistik zu unterstützen, daneben Luftbetankung durchzuführen und als Berater in den Stäben
in den Berater von den Stäben von MINUSMA zu operieren. Es ist im Verhältnis ein kleiner Beitrag, wir sind nicht in der Führung und wir müssen natürlich akzeptieren, wenn aus einsatztaktischen Gründen, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, die VN entscheidet, vorübergehend darauf nicht zurückzugreifen. Aber wir können, meine Damen und Herren, nur anbieten, was wir haben. Und ich plädiere an Sie, dass wir das auch tun, dass wir Mali und MINUSMA weiter unterstützen auf einem langen Prozess in Richtung Frieden und Versöhnung und bitte Sie deswegen um Zustimmung zu dem Mandat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache. Wir kommen jetzt.